Hey Leute, willkommen zurück zu einem neuen Video. Wir sind heute nur ein bisschen live, um zu questen, mehr nicht. Das heißt, gibt es nur eine kleine Runde. Für alle, die Story wollen, heute nicht. Gibt es dann irgendwann vielleicht morgen oder so wieder. Das ist kein Problem. Jetzt müssen wir den richtigen Task finden. Der hier ist es, glaube ich. Ja, Moment. Ja, jetzt kommt er. Sehr gut. Also, wir haben unser Team dabei. Das soll jetzt gleich kommen. Jawohl, ich hab's. Sehr gut. Und das heißt, heute gehen wir nicht auf Monsterjagd, nicht auf Questjagd, sondern genau auf Monsterjagd. Und zwar hier. Der Kuriaswüste. Südliche Ultana fangen wir an. Und zwar mit gefallener Schädel, Sandstein, Ladon und aggressiven Skeletten. Ich will ganz kurz was gucken. Nein, ist nicht egal. Wir gehen auf die Weltkarte. So. Nein, hier ist die Wüste. Ich bin immer ein bisschen verwirrt mit wo was ist. Das müsste dann die nördliche Wüste sein und das ist das andere. Hier muss ich noch hinkommen, in die Korblong-Wege. Und ich weiß noch nicht, wie ich in den Keller komme. Das muss ich auch noch nachfinden. Aber das können wir vielleicht gar nicht mal heute machen von der Zeit her. Weil heute will ich wirklich einfach Stück für Stück die Quest durcharbeiten. Die Quests. Ich sehe gerade, ich sollte hier mal nachhelfen. Das ist glaube ich nicht schlecht. So. Gut, wir brauchen die Skelette, Ladon und was war das dritte nochmal? Skelett, Ladon und Schädel. Das sind zwei Skelette, glaube ich. Und Ladon, ich weiß nicht, welche die Ladon sind, ehrlich gesagt. Da müssen wir dann ein bisschen gucken, welche das die sind. Ich werde zwischendurch übrigens noch ganz kurz weg sein dann. Für eine Minute, zwei. Zweimal, also einmal kurz mache ich es direkt und einem Mann, dann machen wir kurz eine Pause. Weil ich bin nebenbei noch am Rendern. Aktuell gerade Trackmania. Und danach dann die die Solodonne, die ich am Samstag live war. Glaube ich, am Samstag war es, ja. Die bin ich jetzt noch am Rausrendern. Also muss ich danach noch kurz rausrendern lassen. Fertig. Okay, das Gebiet ist ziemlich groß. Ich kann hier zum Glück schnell laufen. Bisschen lauter, dass ich die Musik auch höre. Ich mag die Musik nämlich irgendwie. Aber ich habe immer noch nicht rausgefunden, wo die Ladon sind. Ich sehe schon, das erste ist fertig. Das heißt, das kann ich schließen. Und dann lasse ich ganz kurz so dann reinladen. Braucht ab und zu ein bisschen halt. So. Geht vielleicht jetzt 20 Minuten, dann habe ich es. Das sind auch Stecher. Ah, fuck off. Wenn man wenigstens wüsste, was Ladon ist. Aber anscheinend habe ich es, glaube ich, schon gesehen, weil ich habe ja schon ein paar gekloppt, ne? Einen habe ich gekloppt bis jetzt. Das war, glaube ich, nicht mal hier. Ich glaube, das sind die Sandgolem. Kann das sein? Kann sein. Solche Quests machen wir auch. Wenn ich die unterwegs treffe, dann mache ich das natürlich. Hier ist natürlich alles mit dem Hintergedanken zu leveln und so. Wobei 18 EP ist halt wirklich nicht die Welt. Aber die Quest gibt EP. Ganz wichtig. Wie viel? Hoffentlich ein bisschen mehr. 420 und 7 Silberz, okay. Aha. Das könnte ein Ladon sein. Nein, das sind... Das sind Klauen. Okay, ich habe jetzt irgendwie die Hoffnung in die gesetzt, aber anscheinend nicht. Ja... Liefert eine neue Waffe dabei, weil ich habe die Klinge weggelegt für eine bessere Klinge. Also die coole Klinge ist leider nicht mehr da, bisher ist meine alte Waffe. Die Vulkanklinge. Mit Update. Aber es sollte fast schon besser sein als die alte Vulkanklinge, die ich mal hatte auf Kirito. Aber das Ganze werde ich dann nochmal sagen, wenn ich Story Let's Play weitermache. Da, das könnte leider ein bisschen laden. Nein, das ist sicher Wüstendrache. Oh, ich liebe dich. Ah ja, habe ich noch das Item für Drop-Erhöhung? Jawohl. Drop-Rate um 8% erhöht. Nein, 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 ihr nehmt mir das Monster jetzt nicht weg. So.
Agro ziehen kann ich. Viel zu gut. Auch wenn ich es nicht will. Das sind Sandsteine, die haben die sicher auch irgendwo noch rumliegen. Als Quest. Genau, besiege die böse Horde. Genau. Guck mal an. So, und jetzt müssen wir noch Skelette finden. Und Schädel, was auch Skelette sind. Wahrscheinlich die Elite davon. Würde mich nicht wundern. Jetzt haben wir das große Gebiet in der Mitte noch. Vielleicht hier in der Mitte noch irgendwo. Aber ich laufe jetzt zuerst mal den Rand mehr oder weniger ab. Weil normalerweise hast du so die Gebiete die Gebiete eingeteilt so in 6 Gebiete, wo Monster sind oder so. Weil das ganze Mittelgebiet bis nach oben an die Grenze ist zum Beispiel die Ladon-Gebiete. Unten links hast du Skorpione bis unten Mitte. Unten rechts dann mehr die Stachel. Und ja genau, hier hinten der obere linke Ecken gehört den Skeletten. Es gibt zwar Monster Splashes, also es gibt möglich, dass es hier zum Beispiel in Adonua rumläuft, aber hauptsächlich sind es wirklich meistens wirklich so kleine Gebiete, wo man wissen muss, wo die Monster sind. Sogar in den Wäldern mit den Wespen waren es teilweise. Außer zum Beispiel die einen Wespen im einen Gebiet, wo es wirklich nur 2 gab, die waren irgendwo random verteilt. Also nicht random in dem Sinn, sondern halt. Ja, einfach weil ich es kann. Du wolltest tauschen. Mit Asna habe ich fast Level 6 jetzt erreicht im Freundschaftssystem, mit Argo auch. Ich muss mal die Dinger hier durchhören. So. Mit Argo bin ich nicht ganz so weit wie mit Asna, aber es kommt, es kommt. Was ist jetzt ein Skelett oder ein Schädel? Ich glaube ein Schädel warst du. Das gefallene Schwertkämpfer hat zerstört. Jawohl, jetzt muss ich noch die Skelette haben. So wie ich das sehe. Zack, zack. Und. Oh, ich habe auf die falsche Quest geguckt. Okay. Sandsteinlagerung muss ich trotzdem holen. Und Schädel brauche ich noch mehr. Das war dann auch eine andere Quest, die Schädel nochmal brauchte. Irgendwo in einem anderen Gebiet. Halb so wild. Die Schädel sind zum Glück nicht so selten. Das müsste jetzt der letzte sein eigentlich. Ja. Highway Sicherheitsschule. Cooler Name für den Quest natürlich. Gürteltier war... Waren? Okay. Gürteltiwan. Hier ein Item. Und jetzt muss ich nochmal zu den Ladons rüber. So. Ich habe hier unten auch mal... Ich habe vorhin das Inventar noch sortiert. Ich habe jetzt Heiltränke und so überall drin. Dafür sind die Emotes weg. Habe ich AP-Tränke und Heiltränke. Nach Stufe sortiert, von links nach rechts. Nach Stärke. EP-Tränke sind hier drin. Der Gabentrank ist jetzt weg. Und den habe ich tatsächlich auch nirgends gefunden, was verständlich ist. Weil es ist verdammt schwer, einem Item einen Wert zu geben, wenn man damit alle mögliche Scheiße farmen kann. Dass einem dann so Unmengen an Geld gibt und so. Ist komplett verständlich, dass der nicht kaufbar ist, leider. Oder ich habe ihn nicht gefunden, das kann auch sein. So, jetzt brauche ich aber Sandstein anscheinend, nicht Sandwirbel. Okay. Sandwind, Entschuldigung. Ja, ich glaube, die Sandwind sind eben die kleinen und Sandstein sind die großen, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Und rechts der Buff sieht so geil aus. Also der Ball. Sandwand, Sandwind, Sandwind, Sandwind. Sandwind. Naja, macht die nur. Sandstein. Hätte ich von den Mobs gar nicht klauen müssen von den anderen. Das ist auch Sandwind. Ich hoffe, es geht nie. Die sind mega gut. Also Auga hat mega viel Damage gedrückt. Ich kann nur das One-Hitten. Ja, Sandsteine sind die großen. Eigentlich. Nein, für Bosse bin ich jetzt nicht da.
Könnte ich machen, wenn ich Lust habe, aber nee. So, ich brauche noch 2 Sandsteine. Bitte, 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 bitte. Noch genau 2. Ich will das Gebiet nicht neu laden wegen 2 Stück. Also, wie es aussieht, muss ich genau das machen. Oder die anderen sind schon respawned, wir gucken mal. Das wäre natürlich mega cool. Nimm mal mit. Ich glaube, das da sind größere. Nein, das sind alles kleine. Doch, das ist ein Stein. Wusste ich, habe ich doch gesehen. So, fertig. Okay, auf Quest Nord, genau. Schockskorpione, flammende Stecher, Schubskorpione. Ich habe die Skorpione genau auch hier. Ah, ist okay. Ah, jetzt bin ich natürlich im Kampf drin. Aber ich kann einfach nach oben laufen, dann, wenn ich hier fertig bin. Muss ich nicht mal extra das Gebiet wechseln. Das war gerade mega hell. Also zum anderen Map, zur anderen Map war gerade hell, weil es war noch Nacht auf der anderen. Sehe ich jetzt gerade, ich habe mich gar nicht drauf geachtet. Da vorne sind schon die ersten Schockskorpione. Und die anderen natürlich auch. Oh. Ich glaube, die waren es. Zählen beide. Gut. Ah ja, genau, wir haben noch eine ganz große Map. Achso, schon Bennett. Wir haben noch eine ganz große Quest auf dieser Map. Wo ist Kurias? 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 Da. Gezähmte Büffel müssen wir 30 Stück finden. Das ist ganz wichtig, die müssen wir noch suchen. So, was brauche ich jetzt noch hier? Außer den Büffeln. Schockskorpione und Schubskorpione, das sind die Heslon-Viecher, nicht die richtigen. Für mich sind das Skorpione, Entschuldigung. Die Map ist nicht ganz so groß wie die andere, da können wir die Monster ein bisschen leichter finden wahrscheinlich. Mein Item-Drop-Item läuft aber auch ziemlich schnell aus. Scheiße. Komm. Du bist blau. Wow. Cool. Da, die. Sind das die? Ah. Doch. Aber Aufprall Skorpion bringt mir einen feuchten jetzt. Ich glaube 2 Schubskorpione und 5 Schockskorpione, wenn ich es jetzt richtig habe. Die müssen alle hier rumgurken. Das sind Aufprall, Schub. Und ein Schockskorpion. Ja, ich hau die mal alle. Kiste freischalten. So. Halbhunter Stufe 2. Halbmensch Waffenteil. Denver sind das doch Skorpione vom Design her für sie auch, wenigstens. Wäre ich jetzt ein bisschen enttäuscht gewesen. So, noch ein Schockskorpion. Ah, jetzt. Oh, hier brauche ich Herdenbüffel. Sehr gut. Die Allee Fioro. Taurusschläger, Frevelgöttertrankpflanze, Wespen und Herdenbüffel. Wo ist die Allee Fioro? Hier. Das andere Gebiet. Falsche laufen. Die brauche ich. Er ist noch nicht ready. Ah, das brauche ich nicht. So. Sehr gut, euch muss ich alle klatschen.
Weil sonst muss ich nachher wieder so blöd rumlaufen. Wobei ich kann mir merken, dass die in alle Fjordo leben eigentlich. Kannst du mir auch aufschreiben. Aber je mehr, dass ich jetzt hole, desto einfacher wird. Oh, Jesse, viele Quests, die ich gerade unten erfolgreich abgeschlossen habe auf einmal. Du bist gezähmt. Das ist was anderes. Wieso zählen die denn nicht? Brauche ich doch gezähmt? Nein, sei nicht, ich brauche gezähmt und ich habe mich voll verirrt gerade. Doch, ich brauche die großen. Ah, nein. Ich habe mir schon Hoffnung gemacht, es sind die kleinen, aber nein. Egal, die brauche ich für eine andere Quest. Und besiege die Seemonster mit Herden. Ah, ich wollte nicht militant loben, verdammt. Egal. Das reicht. Egal, einfach klatschen, was ich sehe. So holt man sich Epe rein. Hier können wir jetzt eigentlich auch mal einen Epe-Trank reinschmeißen. Oh, muskulös, nice. Ciao. Epitang, ich kriege ein EP raus. Sauerei. Schiebung. So, wir laufen ein bisschen schneller. Die Map ist groß, da können wir viel angucken. Aber es ist schon ein bisschen grüner. Das heißt, ich hoffe, viele hier leben noch genug Büffel. Weil das wäre echt cool. Fuck. Okay. Ja, da vorne sind die Venusfliegenfallen. Könnte das sein, dass die Büffel von diesem grünen Fleck von der Wüste verdrängt wurden durch die ganzen Monster? Und deshalb gar nicht mehr hier wohnen. Du bist nicht das, was ich brauche. Ich brauche die Venusfliegenfallen. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Nein. Nein. Doch, komm. Okay, ich muss nachher nochmal kurz Luke gucken. Das ist der letzte. So. Nein, ist nicht der letzte. Okay. Jetzt aber. Schön EP wieder rein. Gib mir 480. Lässt sich nicht mit Tränken erhöhen. Wäre nice gewesen, der EP-Bonus auch für die Tränke gilt, aber wäre zu stark gewesen. Gehört doch dran, Pflanze, war klar. Aber die Wespen brauche ich, den Typen brauche ich 100 pro. Nein, ist ein Boss. Ja, viel Spaß damit. Das sind alles Stachel. Ah, come on. Das wären gute Göttertrankpflanzen gewesen. Egal, ich brauche die Wespen noch. Ja, wenn du willst hier. Wegen dem weiß ich trotzdem nicht, wo die Göttertrankpflanzen sind. Aber jetzt gesagt, die Götter tranken Monster. Wanderhornissen. Oh Gott.
Das ist die Quest. Ja, ja, komm. Why not? Haben alle miteinander gehittet. So. Ich habe die Monster immer noch nicht gefunden, die ich brauche. Ich probiere es mal mit den Stacheln, ob die zählen, weil teilweise haben die ja da falsche Monster drin. Wahrscheinlich ein Übersetzungsfehler teilweise. Genau, die kleinen. Und Arbeiterwespen habe ich noch keine gesehen, weil ich habe die... Was für Wespen habe ich dann geklatscht? Nein, ich folge dem Boss. Ja, ja. Ah, leck mich genau, die Wespe da brauche ich. Also ich darf kein Aoe machen, um die nicht zu reizen. Jetzt habe ich zwei Wespen. Ah, von waren stürmische Wespen. Ja, genau. Habe ich falsch da. Na, ah, wir brauchen die hier. Noch zwei Stück, dann haben wir es. Da ist noch Wespen und einen Taurusschläger. Einen Taurusschläger. Taurusschläger waren, glaube ich, oben rechts, ne? Das sind wieder stürmische Wespen, nicht die, die ich brauche. Und dann würde ich gerne nochmal zu den Büffeln hochgehen, eigentlich, um die Büffel holen. Weil, wegen Büffel halt. Weil wir brauchen die Büffel. Und ich sage noch mehr Büffel, weil ich es kann. nein, wir brauchen die auf jeden Fall noch für die Quest. Sind die immer noch dran? Hat einfach null Damage genommen bis jetzt. Macht hier das mal weiter. Bitte sagt, ihr seid Arbeiterwespen. Nein, ihr seid scheiße. Das sind so viel zu viel verlangt, wenn ich bestimmte Monster will. Noch zwei Arbeiterwespen, weißt du? Man sieht auch so, wer ist so schön weit auf diesen Maps. Gut, dann dürften wir jetzt eigentlich weiter zu den Büffeln. Ah, da sind die gezähmten Büffel. Das machen wir dann. Urond-Dünen, ein Monster, nämlich die Wüstensichelklaue in der Urond-Wüste. Urond-Wüste. Wo ist Urond? Urond-Düne. Sichelklauen, Sichelklauen. Probieren wir die Monster zu merken. Irgendwelche Sichelklauen. Ah, hier waren wir am Anfang, ja genau, von der Story. War dieser Punkt hier relevant. Ist noch ein großes Gebiet, für das es nur eine Quest gibt. Wahrscheinlich sind die hier. Die Sichelklauen. Ja. Ist hier jetzt endlich eine Dreckswaffe killt. Welchen die? Die muss ich 100 pro auch irgendwo holen. Unglücksvögel. Ich finde, die haben so eine geile Farm.
Ich finde, die haben eine geile Farbkombo. Nein, daneben, nein. Du bist eine Wüstensicht, die brauche ich 100 pro auch irgendwo. Sag ich ja. Man kann eigentlich fast schon wirklich jedes Monster in der Wüste mitnehmen. Irgendwo gibt es eine Quest, die das braucht. Die haben keine Quest mehr, die sie brauchen. Gut. Du bist sicher noch ein Sandvieh. Ja. Keine EP. Scheiße. Was ist, hä? Was ist? Los. Töten. Also. Urontwüste. Wüsten sich. Auch die Großen wieder. Ah, Mann! Ich hab's mir noch gedacht, irgendwie. Hat zu viel Monster, für das wir die wirklich nicht brauchen würden. Wahrscheinlich ist es eine andere Quest gewesen. Egal, ist egal. Wir haben eine Quest abgeschlossen damit. Das ist eigentlich die Hauptsache. Jetzt brauchen wir nur die Großen, halt die Wüsten noch. Wenn es die noch gibt. Da müssten zwei sein. Danke. Strahlender Ring, der bringt glaube ich nicht viel. Ah, hier Ring. Ich habe doch einen strahlenden Ring gefunden. Ah. Das ist viel besser. So, viel besser. Das ist viel besser. Ganz ehrlich. Aber ich Schwarmkäfer machen, das sind wie diese Milben, die machen so nix an. Die halten nichts aus. Das kann man schnell machen eigentlich. Das ist nicht das Problem. Das größte Problem ist eigentlich, dass es keine Wüstenvieh mehr gibt. Dann nehmt ihr den da oben. Oh, die haben gerade einen abgenommen. Dankeschön. Nicht mehr nötig zum Tauschen. Ja, ich denke, wenn ich das hier genug mitlevele halt, darum geht es ja auch. Nicht nur darum, dass wir alle Quests machen halt, sondern auch ums Leveln. Das gibt mir einen riesen Vorteil für... Ah, das ist eine Wüste, sehr gut. Halt auch das den Vorteil für die Story dann wieder. Noch einmal ein großes Vieh. Sand, Sand, Sand. Ui. Wegfreibahn ist nämlich auch... Ja, jetzt meins. Ich krieg nicht mal EP dafür. Seid ihr Wüsten? Nein, ihr seid langweilig. Sand. Ah. Muss ich jetzt ernsthaft das Gebiet nochmal laden wegen einem fucking Monster? Oder soll ich es riskieren und mal weitergehen? Ich glaube, wir haben später noch mehr Sandsichel klauen, halt weil ich die Quest später noch gemacht habe. Und normalerweise gibt es bei diesen Arealen auch die Bosse, also die Mini-Bosse, noch größer. Die Elite eigentlich, also es sind nicht mal Bosse, sind eigentlich wie Elite-Version. Die gibt es eigentlich noch immer dabei.
Lauf es noch einmal durch und wenn ihr keine ist, gehen wir immer weiter. Ich will die Map nicht neu laden wegen einem fucking Monster. Welcher Wichser visiert mich? Der, okay. Das juckt mich genau gar nicht. Nope. Da. Nö. Sorry. Ah, komm, da hat sie mich auf mich abgesehen, Mann. Ich muss zur Rundwüste jetzt. Ne, da bin ich ja gerade. Ruelquell. Das ist in der nächsten Map. Ruelquell, das müsste da jetzt sein. So, und ich glaube, mein Ding ist fertig. Und nicht ganz. Fast. Ist gerade im Laden noch. Die letzten Audiodateien nachziehen. So, was brauchen wir in den Ruelquellen alles? Gezähmte Büffel, strafende Stachel, massive Haro. Gut. Ihr seid die Stachel, ne? Ne, ihr sind die Stecher. Stachel könnten alles sein, ehrlich gesagt. Das sind die... Ja. So, das Video ist ganz kurz. Ein Moment, bin gleich wieder da. Pause, Kirito. Bis gleich. Schon wieder da. So. Ja, jetzt passt. Jetzt muss ich nur gucken wegen den Mobs. Ich habe gerade gesehen, ganz rechts im Bildschirm hat so diesen kleinen Balken voll mit. Da passt noch was durch, aber. Ist egal. Ich habe das zwar schon mal korrigiert und irgendwie hat das dann wieder zurückgesetzt jetzt. Wobei ich glaube, im Stream habe ich nichts gesehen eben. Also von da. Da, das sind doch. Fiebrige Zangen. Die habe ich 100 pro auch als Quest noch. Pflanzentitan, oh Gott. Der hat keine Multi-Life. Muss durchjagen und dann Angriff. Der hält nichts, finde ich viel aus. Das ist okay. Doch, hat Multi-Life, scheiße. Das sieht man erst jetzt, aber der hält nicht viel aus. Muss ich trotzdem gucken, wegen den Hauern, glaube ich, noch, ne? Genau. Ein Büffel und drei Hauer brauche ich. Das sind, glaube ich, dieselben Rassen, nur die großen. Nein, die heißen normalerweise immer gleich. Was seid ihr für hässliche Sandwürmer? Brauche ich euch? Ja, brauche ich. Für irgendeine Quest irgendwo brauche ich euch. So, Jago. Pflanzenrinde.
Da ist ein Tower. Sehr schön. Büffel und... Oder Hauer? Büffel? Büffel? Hauer. Ja, es sehen auch ein bisschen mehr aus wie kleine Wildschweine oder so. Also, klein. Ich brauche noch einen gezähmten Büffel, und zwar genau einen. Ich glaube, wenn ich das nicht schaffe, hier die zu finden, dann gehe ich einfach wieder weg. Dann gehe ich zurück zur letzten Map, weil da gab es ja halt... Ah, fuck, das ist anders. Ich dachte, ich kann gerade beide wieder machen, aber nein. Ich muss jetzt wirklich hier irgendwo was finden. Wobei, dann könnte ich die erste, die Weltquest machen, gleich noch dazu. Wenn ich es schaffe, die zu... Da sind sie. Gut. Okay, hat sich erledigt. Wenn ich zurückgehe, würde ich sagen, könnte ich die Weltquest noch machen. Fuck, die sind genau out of range gegangen. So. Ich hol mir die großen noch mal kurz. Eigentlich wirklich nur wegen dieser 30er Quest. Sie bringen mir nicht viel und sonst sind sie auch nicht stark. Es geht mir nur um die Quest. Alles Herden. Na gut, wo geht's weiter? Nein, falsche Tabs. Da wollte ich hin. Ich habe immer noch zwei massive Hauer offen. Ja, das habe ich erledigt. War ich zu abgelenkt von den Büffeln danach? Oder habe ich eine andere Quest zuerst erledigt? Mal wieder. Kann ja mehr als einmal vorkommen, dieses Spiel. Egal, gehen wir nochmal zurück. Die müssten hier gleich sein. Nur um keinen Fehler zu machen. Massive Haue. Das sind die Motherfucker hier. Seht ihr denn schon Boss-Modus, also einen Boss-Monster mit diesen Werten? So, jetzt aber. Bannerbaron Ödland. Purpurbiene und kahle Trianten. Ödland. Ödland ist das hier oben. Ah, welche Wichser sind denn hier? Der kleine da, ne? Welcher Wichser ist noch hinter mir her? Ich gehe mal weg hier, dann kann er mir folgen. War das, weil der Boss in der Nähe ist? Na gut, machen wir so, dann folgt mir 100 pro keiner mehr. So, was brauche ich hier? Nein, nicht mehr. Oh. So, Quest. 8 Trianten, 5 Purpurbienen und halt die großen Büffel wieder jagen. Wie immer. Herdenbüffel sind mir egal, ich will die großen haben. Dann kann ich hier unten... Ich glaube, hier hinten sind nur die Büffel. Ich mach die Buffs einfach rein, weil die mir die AP konstant geben und das ist halt wichtig. Und den Tempo-Boost halt wegen Tempo. Sieht mir. Da hinten sieht es mir nach einem muskulösen aus wieder.
Ja, genau. Zwei gezähmt und einen muskulösen. So, dann haben wir 7 Geister. Na, ich mach die Quest nicht. Ist mir zu blöde. Trank rein, kurz warten, bis der Skill fertig ist. Man rennt so schnell mit Kombi, weil die stacken sich. Der Trank gibt einen 50%igen Bonus und der Skill nochmal 30%. Das heißt, ich renne mit 180% Tempo, das ist voll geil. Das ist wirklich cool. Hier darf ich jetzt Trianten und Wespen suchen wieder. Musikerfeld, den will jeder kaufen, natürlich. Das sind die Sand. Ah, hier sind noch mehr Ladons. Genau, seht ihr. Meistens sind sie wirklich in mehr als einem Gebiet verteilt. Da kann man drauf verzichten. Okay. Geist der Wüste, das sieht nice aus. So ein Schleimi. Hier sind Wespen. Bienen, Entschuldigung. Hat natürlich jedes Recht, auch sauer auf mich zu sein, wenn ich Wespen verwechsle. Noch eine. Und dann Trianten. Doch, ich hab's richtig gemacht. Noch kahle Trianten, 8 Stück. Das sind nicht die, die ich brauche. Was bist du? Kahle Ast. Wahrscheinlich heißen die kahle Äste. Ja. Aber von verrückt hieß es nirgends was. Man muss sich halt ein bisschen mehr freigeben mit den Monstern. Also man darf nicht voll auf den Namen fokussiert bleiben. Ah, von da komme ich. Wahrscheinlich sind die weiter oben noch. Hoffentlich. Ja, da. Aber auch nicht so viele. Ah, Argo quatscht zu viel mit mir, weil ich hier auf ihr drauf bin. Aber ich mag das, ich finde das cool. Ich mag Argo. Argo ist so cool. Deswegen bleiben wir auch auf Argo. Fast. Noch 2. Dann haben wir es. Noch der hier. Friss die Klinge! Sehr schön. Mann, ist noch jemand hinter mir? Nein, das heißt, ich kann gemütlich auschecken, wo ich als nächstes hin muss. Ah, hier oben ist Jump Limit. Schade, ich wäre gerne auch auf dieses Gebiet da umgekommen. Also, nächste Quest. Garun-Sandstein-Tunnel. Zecken und Schleime. Garun-Sandstein, das müsste der da oben sein, ne? Nee? Hier, ja, Garun. Okay, ich war schon zu weit. Ich finde, durch dieses Gebiet kommen wir jetzt ganz gut durch. Noch. So, hier brauche ich Zecken und Schleime, habe ich gesagt, ne? Welche Schleime nochmal, genau? Gelbe Zecken, Bernsteinschleim. Nicht, dass ich wieder die falschen Monster mitnehme wegen der Quest. Gelbe Zecken, Bernsteinschleim. Die kann ich auch nur mitnehmen, die zählen vielleicht. Vielleicht auch nicht. Geben auf jeden Fall EP und Items. So, ich jage mal ganz kurz meinen Skilltree durch. Tempo und alles rein. Außer LP wiederherstellen leider noch. Schade. Da hat immer eine Zeit, bis er wiederkommt.
War mir fast zum Verhängnis geworden bei Dings halt, ne? Bei genau, Genesis. In der Story Genesis, da habe ich ziemlich Probleme gehabt mit den Life Points, weil mir diese LP Buffs gefehlt haben mit der Zeit. Weil sich die nicht schnell genug regeneriert haben. Okay, das sind zwei geteilte Höhe. Wo sind die Schleime? Schleime, Schleime, Schleime. Ich geh mal hier gucken. Der Bezecke, die brauche ich noch. So. Ich hoffe, das war kein Fehler. Aber die Fledermäuse brauche ich ja auch noch. Das habe ich, glaube ich, gelesen vorhin. Also von daher. Ah ne, doch nicht. Vielleicht Dunkelheit. Der Teufel. Ist egal, eigentlich will ich ja nur Schleim. Da sind noch mehr Zecken. Ah, hab das Versehen gelobt. Zecken ist erledigt. Ich brauche wirklich nur noch drei Bernsteinschleim und ich weiß nicht, wo ich die krieg. Fuck. Ich glaube, ich bin falsch gelaufen. Bin ich schneller, wenn ich porte oder wenn ich zurücklaufe? Ich glaube, mit dem Port bin ich ein bisschen schneller. Machen wir das nochmal. Gleich. Ich muss bis zum Schluss gucken bei diesen Drecksviechern. Aber es sind zu. Ah ne, die hinten sind noch mehr. Ich will einfach den Boss nicht haben. Ich hoffe, der hat keine. Doch, er hat Agro. Fuck. Ich kümmere mich gleich um den Boss. Nicht die Stun, das hat bei Genesis so gut funktioniert. Die Betäubung reindrücken, dass er sich nicht mehr wehren konnte. Das war voll geil. Sorry, Argo, ich muss rein, ich muss Damage reindrücken. Wir haben zwar Zeit, aber ich will nicht zu viel Zeit damit verschwenden. Ich mache, glaube ich, eine höhere Crit-Chance, wenn ich von hinten angreife. Entweder mit dem Skill oder permanent. Ich weiß es nicht mehr. So. Schleim müsste ich auch alle erledigt haben. Gucken wir doch mal. Nice. Nur leider nichts für mich. Ich könnte damit höchstens. Ich wusste, dunkle Fledermäuse, war so klar. Schattendämon-Kommis, Schattendämon-Slicer, Blutmilben und Dunkelheitsfledermäuse in der Rametta-Ausgrabung. Ich könnte mit dem Teil höchstens. Was war das? Skillpunkte farmen. Weil ich mit dem Krummsäbel noch auf Level 1 bin. Hier. Den wollte ich halt drin haben. Ah, jetzt haben die meinen. Ah, hör auf. Mein Speedtrank gelöscht. Nein, komm her. Brauchte ich doch. Dann kommt der da drüben hin. So. Das ist optional. Erhöht das Angriffstempo. Ganz wichtig, ganz wichtig, ganz wichtig. Und jetzt brauche ich meinen Superschwert-Skill.
Ich glaube, ich weiß, was es ist. Ich glaube, ich weiß, was das ist. Komboabschluss wie ich schlagen bis haben. So. Also. Dunkelheit, Fledermäuse, Blutmilben, Schattendämon, Schlitzer und Schattendämon, Kommandanten. So, das wäre erledigt. Nummer 1. Hier ist nur ein kleines Areal zum Glück. Die Blutmilben sind die roten. Nope. Sorry, es sind nur rote Milben. Da muss ich jetzt nicht unbedingt tauschen. Da sehe ich schon die Schattendämonen. Ah, das sind die Schildkröten. Welche sind es? Die schwarzen? Metallhülle. Okay, ganz andere. Wie sieht denn das Gebiet hier aus? Achso, nicht speziell. Die brauche ich nicht. Vielleicht brauche ich die irgendwo später mal. Ich probiere das mal aus. Dann findet sie ziemlich schnell raus. Nope. Die sind, glaube ich, erledigt. Berserker waren es nicht, aber die Mörder doch auch nicht. Ich dachte, ich habe keine Mörder in der Liste. Aber die Krieger waren es, ne? Ja. Ah, Moment, ich will dann was anderes machen. Als Abschluss soll der mir einen Schallsprung machen, nämlich. So. Dann habe ich nämlich eine Kombi drin mit Stun. Zack, Stun rein. Also warte mal, ich kann aus der Combo raus, zack, und Schallsprung, perfekt. Die will ich haben, so. Kommt mega gut, habe ich das Gefühl. Ach, wegen dem Stun-Möglichkeit, das ist so böse. Ich gebe dir einen Combo-Hit mit Stun, das ist mega assi, das behalte ich so. Gefällt mir. Und es kostet mich nicht mehr AP. Oh mein Gott. Okay, das ist dreckig. Kann ich fliegen oder ist sie einfach nur an der Wand festgeglitscht? Brauche ich nur die Kommandanten. Ich glaube, ich vorne noch eine gesehen. Das ist ein Killer.
Ich glaube, ich habe den Kommandanten voll ignoriert, leider. Ist Krieger. Krieger. Andere Richtung, Kommandant Nummer 2, ich weiß. Geben die wenigstens schön EP. Ich sehe das nicht wegen der Kühlung. Jetzt habe ich einen Skillpunkt bekommen. Nice. Da war eine Truhe. Irgendwo ist eine Truhe. Da ist eine Truhe. Ring of Halus. Okay. Jetzt brauche ich noch einen Kommi. Und dann bin ich durch. Nicht weiter. Ich glaube weiter in diese Richtung am unteren Ende irgendwo da drüben war ein Kommi. Sehen schon. Das sind glaube ich sogar zwei Kommandanten. Nein, das ist ein Schlitzer. Ach so. Da sind Kommi gewesen. Kommt jemand nach? Nö, die haben keine Lust. Sehr gut. Triomodragalpass. Mit Harz, Pilz, Harz, Pilz, okay. Irgendwelche Harze und Pilze klatschen beim Pass. Gucken wir mal, ob ich das alles finde. Dann komme ich aber gut heute voran. Dann mal gucken, ob ich die Wüste noch abschließen kann heute. Ich denke es zwar nicht. Nicht wegen der Karte. Wobei die Maps ist ziemlich geräumt schon. Dies war keine große Map. Es sind noch 11 Quests hier, die Büffel kann ich nicht mitzählen momentan. Wobei ja, 12 mit Büffel, ja doch. Büffel kann man eigentlich schon mitzählen. Das könnte eigentlich noch reichen heute. Pilze und Harze. Wahrscheinlich der einzige Pilz hier, den ich nicht brauche. Giftig böse. Doch sogar den brauche ich. Kann ich dann als Abschluss auch Nova-Schlag machen? Aus der Kombi raus, der braucht dann keine AP oder was? Das wäre ja mega hässlich. Bin da gerade voll viel am Lernen. Also wenn ich jetzt hier eine Kombi haue. Drückt er mir für weniger Kosten einen Nova-Aufschlag drin. Oh mein Gott. Ist aber sehr gefährlich, gerade bei Leuten, wenn ich gegen zum Beispiel Genesis spielen muss, ist das natürlich sehr gefährlich. Weil ich darf da nicht zu sehr in die Kombi reinkommen, weil sonst kann er kontern und ich bin tot. Da muss ich mega drauf aufpassen dann zum Beispiel. Shit. Welchen extra Skill hatte ich drin? Das war nicht Spy. Jetzt weiß ich wieder, wieso ich den Healer brauche. Genau. Genau deswegen. Weil ich zu viel auf Buffs spiele. Okay, hat sich erledigt. Dann nimmt mich aber was anderes Wunder, weil das heißt, ich kann immer noch eigentlich wechseln. Wenn ich jetzt bei dem hier oben den Skilltree angucke. Das ist ein Aggressivo mit anderen Skill. Critical Hit. Doppelzirkel, Treffer, bla bla. Bla bla. Super Rüstung, Schutzbruch parat. Das sind also alles offensiv. Mit den Skyblades. Reduziere Abwehr im Angriff und die Klar. Nein. Okay, ich bleib dem Fehl bei meinem Defensiv. Weil ich mag, dass diese Skillung reinklatschen, die voll viel Plus gibt, überall. Ist voll cool. Die Heal-Möglichkeiten von diesem Baum gefallen mir am besten. Da will ich den anderen gar nicht spielen.
tödlicher böser Pilz und zwei Harze brauche ich. Ah, sicher irgendeiner ist da oben und die anderen sind unten. Ah, ich muss gucken. Mach nicht mal zu lange heute. Noch spätestens bis 9, dann bin ich weg. Also von da. Bist du Harz? Ja. Ich stack dich zu. Das war geil, so braucht er wirklich. Ich glaube, die 50er sind kostenlos und die 100er kosten 50 statt 100. Wenn ich das so zustacken kann. Also wenn du die Kombi komplett reinkriegst, bist du halt auf jeden Fall vom Vorteil. Aber du hast die Kosten halt weniger. Also genau, das ist der Vorteil. Aber du kannst halt nicht wirklich den 100er einfach so kostenlos machen. Das wäre wirklich zu groß. Das war das, was ich hier gedacht habe. Ja, genau, die brauche ich auch. Die großen. Aber wir sind gut dran. Wir sind schon. Ich glaube, ich habe jetzt den kompletten Levelbalken gefüllt. Einmal mit den EP. Einmal durch. Der Streitwagen ist eine Waffe oder was? Ein Schild? Jetzt gucken gehen. Könnte auch ein Schild sein. Nein, ist er nicht. Immer diese Karte. Ah, eine scheiß Rüstung. Also nicht scheiße in ja, weil es halt eine Rüstung ist, sondern sie ist wirklich nicht gut. Vergleichsweise. Pentagramm-Dämon klingt geil. Wollte gerade sagen, Moment, ist das ein Boss? Nee, das sind meine Event-Gegner. Das sind halt auch die tödlichen und die habe ich schon. Ah, falsche Richtung. Tödlichen brauche ich glaube wirklich nicht mehr. Ah, ich habe beide durch. Okay, ich brauche noch infiziertes, verfaultes Harz brauche ich und sonst nichts mehr. Gut zu wissen. Dann kann ich da effektiv auf die jagen gehen. Infiziertes, verfaultes Harz heißen die. Und da gibt es hoffentlich nicht nur eins davon. Okay, ich bin mal ganz kurz auf Klo. Ich mach mal ganz kurz den Pausenkito rein. Komm, geh. Bitte. Also, nein. Drin bleiben. Falscher Screen. Okay, jetzt nervt. So, also bis gleich.
So, tut mir leid. Bin wieder da. So, alles wieder gut. Wo waren wir dran? Genau, infiziertes verfaultes Harz. Das ist 100 pro noch den letzten Weg hoch. Stimmt, jetzt weiß ich wieder, wo wir waren. Ja. Also entweder es geht da nach unten noch, oder ist es wirklich der Weg nach oben, wo die verfaulten Hölzer sind. Aber ich hoffe irgendwie nicht, dass es da oben ist. Es ist eh da oben. Folgenboss. Hey. Nein, das ist Level 109. Dem lege ich mich doch nicht an, hallo? Ich frage mich gerade, ob die infizierten Bäume noch weiter irgendwo anders leben. Ich brauche die Uhr. Ich glaube nicht. Kann ich swappen oder ist das ein Aim? Das ist ein Aim. Fuck off. Jetzt geht's. Sehr gut. Bin ich ja direkt happy, dass es geht. Und das heißt jetzt einfach, wir gehen nach oben danach. Jetzt ist natürlich alles abgelaufen hier, aber ist egal. Weil ich hatte ja Zeit zum Heilen. Irgendwie habe ich nach diesem Spiel immer so ein bisschen Bock auf Last Raus oder so mal wieder. Und ich bin mir schon länger überlegen, ob ich jetzt Last Raus vielleicht einfach zurückbringe, so ein bis zweimal pro Woche, eine halbe Stunde oder so. Wäre irgendwie cool. Muss ich mir überlegen. So, ja, da vorne sehe ich schon Hölzer, aber die Frage ist, ob er infiziert ist. Der Große ist es 100 pro, die Kleinen nicht. Stacken wir ihn zuerst zu mit meinem neuen Schallsprung. Der ist auch Infi. Los, Schallsprung ist down. Okay, jetzt haben wir 3 von 5. Da ist noch einer und ich hoffe einfach, dass noch... Ja, da hinten ist noch einer, glaube ich. Das wäre natürlich traumhaft. Dann hätte ich gar nicht nach unten laufen müssen. Yay. Doch, für die anderen Viecher natürlich. Lebensspender, okay. Und Lebensplus. Infi, 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 infiziert. Sehr schön. Gibt trotzdem nur eine EP. Das ist ein bisschen schade mit den EP. Nein, das wollte ich nicht. Ich finde, es sieht so geil aus mit dem einen blauen Auge. Das kommt mega gut. Bin ich zufrieden. Cold Blanc Weg. Nur noch Cold Blanc. Da muss ich da einfach rumgucken, was ich wo finde im Kreis rum. Kann knapp werden. Fangen wir an. Ich renne einfach mal durch, gucke, was ich finde auf den Maps. Und wenn ich nichts finde, gehe ich in die nächste Kategorie. Und dann gucke ich einfach, wo ich was finde, genau. Weil, was brauche ich genau? Ich schreibe mir das ganz kurz auf, weil das sind jetzt doch einige Monster. Ich brauche, das ist für COD, das brauche ich noch zum Schneiden. Ich brauche Taurus, Zermalmo, kriegerische Büffel, ich kann es eh nicht mehr lesen. Blutiger Leere. Brecho. Böse Pilz. Hoffnungs. Stachel. Und Wüstensichel. Klaue. So wie gezähmte Büffel, falls ich sehe, sonst gehe ich zurück in die andere Map. So, ist kein Klickstift. Sehr gut, das wäre also alles, was ich brauche hier noch. Und die Stecher stehen schon mal nicht drauf. Ich laufe jetzt mal kurz hier durch. Mach den Bogen außenrum. Nicht wegen der braunen Kiste, sondern dass ich die Map ein bisschen wie abscannen kann, ob alles wo was ist. Die Endbringer, was ist das? Der klingt mega nice.
Stiefel. Ich bin scheiße. Der war mega cool gewesen mit einem besseren Buff drauf, aber 35 Death ist einfach kacke. Da habe ich doch lieber meine eigenen. Die Fledermäuse, die brauche ich auch nicht mehr. Hätten wir alles hier mal. Eigentlich müsste man wirklich einfach immer ins letzte Gebiet gehen und gucken, von da aus rückwärts arbeiten. Weil meistens hat man die Monster später mit einem höheren Level, dann bringen sie auch mehr EP. Hier oben ist nichts mehr. Noch Fledermäuse, gut. Eine blaue Kiste, wahrscheinlich ein Miniboss oder so. Sandwürmer habe ich nie gesehen auf der Liste bis jetzt. Finde ich mega strange. Oh, ich brauche es. Also dich brauche ich, den großen, die kleinen nicht. Ah, egal. EP ist EP, würde ich sagen. Auch wenn sie nicht viel sind. Schläger, Schläger. Da ziehe ich noch einen zumal mal. So. Jetzt habe ich trotzdem noch nicht alle zweimal mal. Du bist, glaube ich, noch einer. Ja. Yeah. 9 von 10 noch einen. Oh shit, noch einen. Bitte sag mir, da lebt noch einer. Bitte, 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 bitte. Nein. Okay. Vielleicht in einem anderen Gebiet nochmal. Ansonsten komme ich zurück. Sorry. Einfach schön mal ignorieren. Alles rein hier. Und dann den Temposchub. Das Rieherz ist mir eigentlich egal. Mal kurz hier zwischendurch noch hoch, aber das sind nur Skorpione. Die Elite von denen nicht noch einen anderen Namen als Sandwurm? Ich weiß gar nicht wie. Ja, da hinten ist auch nichts. Na, ich glaube, die Zermalma muss ich nachher noch mal kurz machen gehen da oben. Aber ist okay, wenn ich im Kreis laufe, komme ich eh noch mal da oben hin. Da ist nichts da hinten. Check ich nicht ganz. Ist leer. Achso. Da vorne sehe ich noch die Wichser, die ich brauche. Ich wusste doch, ich trinke die Wichser noch. So. Wüstensichel fertig. Ah, ich brauche noch mehr Wüstensicheln. Okay. Habe ich die jetzt mitgeschrieben von. Ja. Wüstensichel habe ich sinnlos mitgeschrieben. Oder schon erledigt. Das heißt, die kann ich abhaken. Jetzt muss ich noch eins. Da hier müsste ich haben. Habe ich. Habe ich. Habe ich. Und habe ich. Sehr gut. Stimmt ja alles. Map. Da geht's weiter. Sichelklauen brauche ich nicht mehr. Jawohl. Zum Glück. Ich wusste doch, dass irgendwo sind normalerweise noch mehr von den Viechern. Taurus-Zermalme nämlich auch abhaken. Sind die gemacht. Das sind meine Skorpione. Die interessieren mich. Wäre cool, wenn ich heute noch fertig werde, aber ich muss halt schon spätestens, allerspätestens, 20 nach muss ich aufhören. Das ist wirklich allerspätestens. Am liebsten vorhin schon. Deswegen wäre ich froh, wenn ich noch durchkomme. Wobei es sieht nicht schlecht aus momentan. Da. Ich bin eigentlich guter Dinge. Da wären noch mehr gewesen. Wow. Also.
Wie check ich mir? Ich muss zuerst gerade auslaufen. Um halt kurz zu gucken, ob da was ist. Einfach nur zum Sichergehen. Ich weiß nicht, was da vorne für Monster warten. Der stackt sich nicht. Schade. Verständlich, aber schade. Hier sind gar keine Monster. Okay. Hätte ja sein können. Also, jetzt muss ich zurück bis zu dem Ort, wo ich die Event-Dings hatte. Die Event-Monster. Von da aus darf ich dann wieder zurück. Also nach unten. Einer noch da, der. Da, ihr Wichser. Ich wusste doch, euch gibt's noch. Arschgeigen. Okay. Wow, hier gibt's mega viel. Oh mein Gott. Mein Traum wird gerade wahr. Das sind aber andere. Das sind die kriegerischen Büffel. Yes, die brauche ich auch. War das schon die Quest mit den kriegerischen? Brauchte ich da nur zwei? Da. Die muss aufgehen und die braune Kiste habe ich auch gesehen. Keine Sorge. Ich wusste doch, da ist irgendwas. Ich wollte halt gucken wegen den Monstern. Ja, können knapp werden mit der Zeit. Ich kann für nichts garantieren. Sternstaubdrache. Ohrringe. Beste Karte. Nein. Ziemlich scheiße sogar unterdessen. Zu der Zeit mega gut, so ja, der kann alles annullieren, was so kaputt macht und so, wow, mein Gott, ich kann den Board nicht wipen. Hättest du, ja, du willst machen? Nee, machst du nicht. Rampage! Zum Glück habe ich so viel AP-Bonus. Ich muss echt sagen, ich bin zufrieden mit den AP-Bonus-Effekten, weil ich kann so schön auf Rampage gehen und es kann nichts dagegen gemacht werden. Es ist aber nicht OP, sondern es ist einfach eine gute Technik zum Spielen. Die haben es sich falsch übersetzt gehabt, das waren halt die blutigen leeren Brecher, die im Questing stehen. Das sind eigentlich die. Hatten wir schon mal. Weil die Hoffnungsstachel, die sind wieder richtig, sind nur die leere Stachel, die falsch übersetzt wurden wahrscheinlich. Mit leere Brecher. Haben wir schon mal rausgefunden im letzten Stream, als ich gefarmt habe mit den Quests. Wo ich nur Quests gemacht habe. Zack, weg.
sehr gut. Du noch? Mit dem Stun konnte ich erst Dings besiegen. Ich vergesse mit den Typen. Den ich vorhin schon gesagt habe. Weiß schon nicht. Genesis, genau. Dankeschön. Also da niemand Jack geschickt. Ist mir nur wieder eingefallen. Ja, Genesis haben wir schon verprügelt gehabt wegen diesem Stun. Konnte ich den überhaupt besiegen? Jetzt haben wir die leere Stachel aufhört. Jetzt brauche ich noch blutig böse Pilze, blutige Hoffnungsstachel und gezähmte Büffel. Naja, das kann ja lustig werden. Falsch, das brauche ich. Und ich will eigentlich noch alle Gebiete freischalten. Also eigentlich müsste ich noch rausfinden, wie ich den Coin in den Keller komme. Und ich war nie hier unten auf dieser Map. Das hat gefehlt. Hässliche Viecher. Also wenn ich irgendwo böse Pilze, blutige Hoffnungsstachel oder gezähmte Büffel sehe, bin ich natürlich voll happy damit. Weil es sind noch drei Monster, dann habe ich heute die komplette Map geklärt in diesen... In dieser einen Stunde, in der ich live war. Habe ich die komplette Wüste leer gemacht mit den Items. Das wäre natürlich mega cool. Aber ich glaube da noch nicht ganz dran. Irgendwo fehlen mir da halt noch zwei, drei Monster und nächstes Mal würde ich dann die Map freischalten. Gerne noch. Beziehungsweise ich muss dann gucken, wie ich den Keller erreichen würde. Aber ich finde es komisch, dass die Monster, die wir brauchen, nicht als Gebiet auch noch den Turm angegeben haben. Also dass wir nicht den Turm selber noch farmen müssen. Hier unten ist nix. Ah, shit, Argus vergiftet. Auch nur mit AP minus, das passt. Ist nicht so schlimm. Ich habe das Gefühl, diese Map hier bringt mir nicht so viel. Ah, hör drauf. Aber ich glaube, sie ist einfach wirklich nur zum Freischalten für mich. Ich nehme Col Blanc weg. Wahrscheinlich Teil 3 von. Ah, shit. Wahrscheinlich kann ich da, wo der linke Weg ist. Ich habe zwei Wege, wo ich weitergehen kann. Nach oben und nach links. Wahrscheinlich ist links in den Keller rein. Und oben ist weiter auf der Map. Ich kann eh nicht mehr weitermachen danach. Ich schalte noch kurz die Map frei, dann bin ich weg. Dann machen wir das nächste Mal fertig. Dann machen wir das im nächsten Stream halt. Ja, übrigens, wenn virtuelle Realität, virtuelle Faszination ist der Titel für die Let's Plays, für die Story, die dann auf YouTube kommen. Wenn irgendwas anderes steht, außer das. Geil. Wenn irgendwas anderes steht, dann ist das nicht fürs Let's Play, sondern dann ist es Farm. Aber der Titel für die Let's Plays habe ich eigentlich immer konstant, dass man weiß, das sind die Let's Play Titel. Überbuffe dem sein Minus einfach. Davon jetzt, die müsste eigentlich fertig sein gleich die Quest, ne? Naja, die ist fertig. Ich brauche noch Hoffnungsstachel, drei Stück. Und die sind auf einer anderen Map leider. Die kriege ich hier nicht. Die Pilze sind erledigt. Brauche ich noch Hoffnungsstachel und Büffel und die gibt es beide in der anderen Map. Ist mir eigentlich scheißegal, solange ich jetzt nicht resettet werde, ist alles gut. Ich habe nicht mal mitbekommen, dass ich in dem Event bin.
Ich gehe nicht in den Keller. Gehen einfach hier weiter. Mal gucken, was mich da noch alles erwartet. Ah, fuck. Jetzt muss ich da nach oben noch kurz. So. Nein, genau da, wo ich weitermachen wollte. Hoffnung, Hoffnung. Nein, Leere. Nein, nein. Leere, Leere, Hoffnung. Leere, Leere, Hoffnung. Shit, ist es beides abgelaufen. Weil ich einen Hit kassiert habe, ist zu mühsam. Willst du mich verarschen? Dieser Dreckswichser, der hat mir einfach... Ja. Ah, ich lasse den drin, weil ich noch mehr Tränke kaufen kann. Motherfucker. Der hat mir ernsthaft meinen Skill weggenommen, also meinen Trank weggenommen. Ja, Pisskopf. Jetzt brauche ich wirklich nur noch die Hoffnung ist leer. Ah, fuck, noch vier Büffel, dann hätte ich's. Ah, shit. Ich brauche die große Map schnell. Ich glaube, ich mache das noch. Ja, komm. Ja, ich mache das noch kurz. Die vier Stück, die soll ich hinkriegen. Ich will nur kurz den Port holen. Damit ich den hab. Vielleicht gibt's hier auch die Büffel noch. Nein, hier gibt's Schläger. Scheiße. So, okay. Und sind auch keine Büffel, ich nehme den kurz mit. Nehme ich jetzt wunder, wo wir rauskommen, wenn ich hier reingehe. Aber eigentlich müsste ich die komplette Map geklärt haben. Jawohl, ich habe die ganze Map. Geht's da raus, so. Ich glaube, hier war's. Ja, ich glaube, die andere Map führt in den Keller. Und ich glaube, wir hatten in der Map drin den Mittelweg nach oben. Wahrscheinlich ist es ein Secret, das würde ich dann auch noch machen. Eben. Weil ich das eben wissen will. Kann ich noch stacken? Er ist nicht stacken, sondern erneuern. Stacken geht ja nicht. Einfach weil ich stressen muss. Dass die Truhe nicht mehr aufgehen, ist mir egal sogar. Ich will wirklich nur die Quest abschließen. Dass wir nächstes Mal wirklich nur noch kurz in den Keller können und dann haben wir das Gebiet frei. Schon noch einen. Wir haben's. Sehr schön. Oh, yes. Motherfucker. Das nächste sind die Bastion. Bastion hat genug Monster, aber auch nur 24 Quests. Das kriegen wir hin. Und die mache ich ja wirklich nicht. Wahrscheinlich, weil die sind mega nervig. Die auch nicht. Die mache ich wirklich nur, wenn ich sie kriege. Dann porte ich mich in die Stadt zum Speisern. Ist egal wohin. Sehr gut, dann war's das für heute. Sehr schön, dass wir das noch geschafft haben. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr wollt, unten den fetten Popel, der führt euch auf meinen YouTube-Kanal. Ja, so, no. Da könnt ihr dann noch mehr Let's, zum Beispiel auch die Story Let's Plays in Sword Art Online sehen. Unter anderem läuft da aktuell noch Trackmania und nicht Naruto. Was läuft noch? COD natürlich. COD 1, klar. Das ist gerade das erste COD, das ich gespielt habe. Das allererste COD, das rauskam, habe ich jetzt gekauft und gespielt. Das kommt noch raus. Ansonsten, dieses Video wird nicht erscheinen auf YouTube, sondern auf Zuckerpopel Live, also auch auf YouTube halt, ja, aber nicht auf dem Kanal, sondern auf Zuckerpopel Live, wo alle Livestreams hochgeladen werden. Das ist nicht unten verlinkt, da müsst ihr über den Hauptkanal gehen, dann kommt ihr.
Gut, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Herz da, dann könnt ihr nächstes Mal dabei sein, wenn es wieder live geht. Ansonsten sage ich danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Cheerio!